Bayer Leverkusen in Rot gegen den FC St. Pauli. Vom Anpfiff an Spiel auf ein Tor. Ulf Kirsten die erste Möglichkeit für die Gastgeber nach 4 Minuten. Keine Treffer zur Pause. Leverkusen während des gesamten Spiels hoch überlegen. Allerdings St. Pauli zunächst mit dem Medikament gegen Bayer-Tore. Hamburger Abwehrbeton, der genau 58 Minuten hielt. Carsten Ramelow, Ulf Kirsten das 1:0. Ganz wichtiger Treffer, ein besonderer dazu, Kirstens 100. Bundesligator. Dann Freistoß Sergio, Erik Meyer das 2:0. 6. Saisontor des holländischen Nationalspielers in der 75. Minute. Und 8 Minuten vor dem Ende das 3:0 durch Hans-Peter Lehnhoff. Abgefälscht der Ball und damit unhaltbar für Torwart Tom Forde. Leverkusen schlägt St. Pauli 3:0, bleibt den Bayern somit dicht auf den Fersen. St. Pauli endgültig abgestiegen.